Dieses Video ist ein verkürzter Ausschnitt meiner Sendung Paddys Retro-Kosmos auf Massengeschmack TV. Jeden letzten Montag im Monat gibt es darin unter anderem Retro-Gaming, Retro-Zeitschriften oder Retro-Werbung. Schaut mal rein, www.massengeschmack.tv. Herzlich willkommen zu unserem nunmehr dritten Teil unserer Handschriften-Videos. Hier ist wieder der liebe Sebastian Kubot und wir haben heute etwas anderes. Wir haben gar keine Handschriften hier. Normalerweise sind hier immer Berge von Papier und so weiter. Heute gibt es mal einen Skype-Call, Sebastian, mit besonderen Leuten. Ja, vor allem, ich erzähle ja immer wieder, dass es so viel zu zeigen und zu erzählen gibt. Aber wie gesagt, heute lassen wir die Handschriften gleich mal weg, weil es hat sich gleich was ergeben aus unserem letzten Handschriften-Video. Was ist das letzte? Ich glaube schon. Da haben wir unter anderem Briefe von Gustl Beyerhammer vorgestellt. Das war Teil 1, glaube ich. Ich glaube, es war Teil 1. Okay, das ist das Vorletzte. Und da hat sich ergeben, dass wir jetzt Kontakt nicht nur zu einem Enkelkind, sondern zu beiden Enkelkindern, nicht beiden, zu zwei Enkelkindern, es sind insgesamt drei, ja, von Gustl Beyerhammer bekommen haben. Und in einem der Briefe wurden die ja sogar erwähnt vom Herrn Beyerhammer. Wo er meinte, er geht zu den Enkel, die Enkel kommen, ja, er freut sich, sowas, genau, das stand drin. Aber ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein in den Call und werden uns mal näher mit dem Thema befassen. Genau, wir setzen mal hier die Kopfhörer raus, wie solche Streamer. Ja, von den Streamer-Typen hier. Super. Ja, herzlich willkommen, ihr beiden. Das ist ja nun gar nicht euer täglich Brot, solche Öffentlichkeitsarbeit, sag ich mal, in der Öffentlichkeit zu stehen und so weiter. Ihr habt ja ganz normale Jobs. Was macht ihr denn im normalen Leben eigentlich? Wir beide sind tätig für zwei Münchner Unternehmen in der Entwicklung, aber zwei unterschiedliche Unternehmen. Ah, okay, alles klar. Und man muss ja gleich dazu sagen, ihr seid Zwillinge. Echt? Sieht man noch. Ein bisschen sieht man es noch, oder? Ja, ich finde sogar, die Verwandtschaft mit Gustl Beyerhammer ist auch optisch sofort zu erkennen. Der ist ja der Profi hier, ne? Der ist ja der Profi, der Kubot. Ich finde, ja, ich bin schwierig. Ich finde da nicht so. Ja? Ich dachte, wir kommen mehr nach unserem Vater und unser Vater kommt mehr nach seiner Mutter. Ach, interessant. Siehst du mal? Ich sehe voll den Gustl bei euch. Ja, du bist ja verblendet. Der große Bruder, der aussieht wie unser Opa. Ja, beim Sebastian noch ein bisschen mehr, aber ich finde schon bei beiden. Ja, danke. Sieht man die ungefähr 7 Kilo mehr, die ich mehr habe als er? Also jeder Junge träumt ja im Grunde davon, über mehrere Generationen geht das ja schon, dass er Meister Eder als Opa haben will. Ihr habt es gehabt. Habt ihr denn eine Menge Erinnerungen daran? Wie alt wart ihr denn zu der Zeit? Könnt ihr darüber irgendetwas erzählen? Genau, sehr interessant. Welcher Jahrgang? 78. 1978. Ja. Ich auch, juhu. Guter Jahrgang. Ja, mega, mega. Wer ist älter? Ich habe am 23.08. Geburtstag. Ja, rate, wer von uns beiden älter ist. Also ja, nee, erstmal mit uns, aber wer von euch älter ist, das ist ja... Rate mal. Sebastian ist der Jüngere, sage ich. Interessant, guter Mann, guter Mann. Guter Mann. Acht Minuten. Wir sind am 30.09.78. Ah, da bin ich ja älter als ihr. Ja, bei mir ist auch nicht mehr alles echt, ne? Meine Haare sind falsch, tatsächlich. Ja, da haben wir andere Qualitäten. Ich sage immer, wir haben die Gustl Beyerhammer Gedächtnisplatte. Ja, wunderbar. Ja, das ist doch schön. Der Schnauzer fehlt noch. Ja, solange die keinen Sprung hat, ne? Der blöde. Die Platte ist schlechter. Meine Wortspiele immer, schlechtes Wortspiel. Die Platte hat keinen Sprung. Der Gustl Beyerhammer ist ja 93 gestorben, also habt ihr ihn ja recht lange noch erlebt. Ja, wir waren 14. Hm. 14 waren wir, ja. Wir entschuldigen die Hintergrundgeräusche unserer Kinder. Kein Problem. Zusammen. Kein Problem. Ja. Also 14 waren wir, genau, 14 Jahre alt. Ja. Und erfahren haben wir es leider ich durch einen Telefonanruf der Presse. Da hat jemand angerufen und hat gesagt, ja, sind Sie verwandt mit Gustl Beyerhammer? Und ich gesagt, ja, ich bin der Enkel. Ja. Stimmt es, dass er gestorben ist? Und nein. Perplex, weil ich das gar nicht wusste. Oh nein. Und er hat gesagt, nein. Und er hat gesagt, ja doch, der ist gerade gestorben. Und dann habe ich voll auf Frust das Telefon in den Garten geschmissen. Ja. Schon gehabt. Ja. Oh, also wie schrecklich. Hat jemand gesagt von der Presse. Wir wurden über die Presse informiert. Ich glaube, es war die Abendzeitung. Aber genau, haben dann aber auch dort unseren Vater angerufen und der war ja noch vor Ort. Der war vor Ort und hat es uns dann auch gesagt. Hm. Genau. Ja, und wie war eure Beziehung zum Opa? Super. Also die letzten Tage waren wir dann, glaube ich, schon. Letzten Jahre waren wir. Jeden zweiten Sonntag. Jeden zweiten Sonntag, ja. Zum Mittagessen bis abends dort. Mhm. Der Ablauf war aufstehen, Sendung mit der Maus. Und wenn die Sendung mit der Maus vorbei war, ins Auto und zu Oma und Opa. Oh, wunderbar. Oh. Das ist ja schön. Und man kann sich den Gustl Beyerhammer als Opa ein bisschen vorstellen wie den Meister Eder? Oder war das einfach ein ganz anderer Typ?
Na, sag mal so, jeder Opa ist doch für sein Leben toll. Ja. Ich würde jetzt nicht erzählen, dass er gewöhnlich war, sondern mein Schwiegervater ist jetzt für meine Tochter auch der Opa und der Tolle und sie freut sich immer, wenn er kommt. Mhm. Und so ist es für uns eben auch, dass wir gesagt haben, jetzt geht's zum Opa. Wir sind halt immer gekommen und dann hat uns die Oma aufgemacht und dann hat sie gesagt, ja, der Opa ist oben im Büro und dann sind wir beide oder auch zu dritt hoch zu ihm ins Büro und haben ihn begrüßt und der hat da, glaube ich, gerade seine Texte auswendig gelernt und dann haben wir noch gesagt, wir brauchen noch Autogrammkarten für den und den und den. Und dann hat sie mal Mühe gegeben und hat die alle aufgeschrieben, die haben wir dann mit in die Schule genommen und da verteilt und war immer, ja, ganz toll. Schön. Also, ach, geil. Habt ihr euch das denn auch angeschaut? Kann man sich das denn da noch so angucken? Ich stelle es mir komisch vor, wenn mein Opa da mitspielt, Pumuckl natürlich. Das ist schon ganz, ganz, ist doch irgendwie komisch, oder wenn der eigene Opa dann plötzlich spielt, oder konntet ihr das trennen? Ich glaube, für euch war es normal. Nee, es gab anscheinend eine Szene, wo wir dann bei ihm Pumuckl angeschaut haben und irgendwie Sebastian uns dann so umgedreht haben und sagen, zum Esstisch hinter, wo er noch saß. Komisch, der schaut aus wie unser Opa. Ja. Da waren wir ganz klein. Da waren wir ganz klein. Also da war schon irgendwie, da haben wir es nicht verstanden. Ah, ja. Alle Folgen oder fast alle Folgen selber, hat er sie selber aufgenommen? Er hat sie aufgezeichnet. Auf ganz alte Kassetten, das war noch vor VHS. Video 2000 oder Betamax? Das waren noch so hohe Kassetten, ne? Das weiß ich noch. Oh, VCR oder wie hießen die? Ich weiß nicht, da gab es noch so komische Bandsysteme. Ganz Dramatik gab es dann noch. Ganz. Aber er selber war ziemlich technikaffin, also er musste immer das Neueste haben. Er hatte auch immer seine Sony-Stereoanlage, war man ganz stolz drauf, oder seine Videokameras, die er auch selber hatte. Also er war schon technikbegeistert. Ja. Das ist aber cool, weil er war ja jetzt auch nicht so der Jüngste, ne? Deswegen so geil. Er war ja auch schon etwas älter, dass er dann noch so mit der Technik, das finde ich ja total sympathisch und total gut. Aber er hat halt noch Oldschool gemacht, das hat man ja im Video gesehen, er hat all seine Dreharbeiten selber handschriftlich aufgeschrieben oder mit Maschine, um sich selber zu zeigen, was hat er alles geleistet in seinem Leben. Ah. Das hat er noch alles handschriftlich gemacht, ja. Gibt es denn sowas wie eine Biografie oder ein Buch oder nach irgendwas? Nach seinem Tod wurde eine Biografie veröffentlicht, okay. Aber da ging es darum, dass Leute ihre Erinnerungen an Gustl Beiermann niedergeschrieben haben. Das Herz gehört dazu, heißt das Buch. Ah ja. Genau, ja. Hier, ich kann mal ein Bild zeigen, wie er bei uns war. Mhm. Man sieht auch ein bisschen, das war ein Besuch bei uns. So, hier, man sieht, glaube ich, uns, das ist der große Bruder und wir beide hinter von ihm, wie er gerade ankommt und Sachen auslädt. Oh, schön. Genau. Und hinten steht drauf, warte, das war 82. Ach, schön. Also es sind schon 40 Jahre, ja. Also, ja, also fast 40 Jahre. Ja, unvorstellbar. Ja. Und was haben wir noch? Wir haben ein Bild bei ihm, das haben wir mal gemacht. Er hat eine Garage gehabt und an der Garage hat er ein Schild gehabt. Das sieht dann so aus. Muss ein bisschen näher hinhalten. Ah, komm! Aber damals gab es den Gustl Beiermann Platz noch nicht. Nee. Ihr seid jetzt zwei kleine. Garage. Das war so ein Spaß-Schild irgendwie. Vielleicht hat er es auch mal geschenkt bekommen. Inzwischen gibt es eine Gustl Beiermann Straße. Ach, gibt's wirklich? Ja. In welcher Stadtteil? München Stadtteil irgendwo? Irgendwo Umland. Germering? Nee, nicht Germering. Kiesing? Nee. Aber es gibt auch eine Gustl Beiermann. An der Straße ist die Gustl Beiermann Schule. Ah, okay. Ja, die Schule wurde nämlich auch noch eben genannt. Schön. Es gibt auch einen Gustl Beiermann Weg. Es gibt auch einen Weg. Ja. Aber es gibt leider nicht, wie du das T-Shirt hast von Monaco Franze, so eine Statue mitten in München, die jetzt eigentlich auch geben müsste. Ja, total, komplett. Da bin ich bei euch. Absolut. Habe ich auch schon oft gesagt, aber als Gegenargument höre ich immer, dass der Helmut Fischer eben ein Münchner war und der Beierhammer eben, er ist in München geboren, hat aber in Kreiling gewohnt. Ich glaube, die Münchner sind da schwierig, was sowas. Die sind schwierig, glaube ich, was das angeht bei sowas. Ne? Das war interessant. Ich finde es, aber ist doch doof. Ich finde es doof. Also, ne? Aber ihr habt ja auch ganz schön, es gibt so eine Führung von euch und da gibt es auch unsere Oma, die hat ja auch in zwei Teilen mitgespielt. Mhm. Vom Pumuckl einmal das neue Badezimmer und noch und das kleine Auto. Ja, das haben wir nachgespielt, diese Szene, wo sie drin ist. Also es gibt ein Bild mit der Oma zusammen von uns zweien. Also da waren wir auch noch etwas jünger und schlanker. Oh Gott, geil, 80er Jahre Outfit, super. Ja. So Bilder gibt's original von mir auch. Original. Ja. Geiler und, Style. Aber geiler schön, Style. Die Oma, da sieht man auch, wie stolz sie ist. Ja. Wir kommen so ein bisschen mehr nach der Oma. Also unser Vater kommt auch von seiner Mutter und wir angeblich auch so, aus unserem Vater. Mhm. Und
Wir hatten immer dieselben Sachen an, aber es war immer unterschiedliche Farben. Unterschiedliche Farben. Selber Style, aber ja, unterschiedliche Farben. Na, ja. Immerhin, immerhin. Und noch, nochmal zur Zuordnung muss man ja auch nochmal erwähnen, euer Vater war ja auch in der Branche tätig. Der hat ja, ich glaube, Aufnahmeleitung viel gemacht. Produktionsleiter. Produktionsleiter schon beim Königlichen Amtsgericht, glaube ich, sogar schon. Da war noch Aufnahmeleiter. Da war er Aufnahmeleiter. Eure Oma war ja auch Schauspielerin. Deswegen, sie hat ja bei zwei Bummuckl-Folgen auch mitgespielt, auch Weißblaue Geschichten. Und der Uropa, also der Vater von Gustl Beyerhammer, hieß auch Max Beyerhammer und war auch ein großer Schauspieler. Der war auch sehr bekannt. Großer Charakterdarsteller. Ein Charakterdarsteller, richtiger Theaterschauspieler. Und da habe ich ja dank dir, Sebastian, habe ich eine, ich weiß nicht, ist das eine Autogrammkarte oder ist das eher eine, hinten steht drauf Postkarte, da habe ich ein Bild von ihm gefunden. Und zwar steht hinten drauf von Liebe und Kabale, oder wie heißt das? Ich weiß nicht. Da sieht man ihn dann, er ist wohl... Das ist der Vater von Gustl Beyerhammer. Schön, genau. Schön. Und das Bild hast du ausgegraben. Das ist ja fantastisch. Ja, genau. Geil. Und es gab wohl noch einen, da waren ja zwei Sachen dabei. Ja. Ein Zeitungsbericht. Genau, Max. Spiegelbild, weil es in der Folie drin ist. Max Beyerhammer, Frankfurt am Main. Da steht auch drin, dieser hervorragende Charakterdarsteller. Ja, Bühnenlaufbahn. Da war es in den Gehen so ein bisschen drin. Da hat es dann wahrscheinlich her gehabt. Ne? Also es schlummert, so. Ein inaktives Gehen. Hier das Profil. Halt's nochmal hoch. Halt's nochmal hoch. Also mach nochmal die Ohren und so. Ja, einwandfrei. Großartig. Unverkennbar. Großartig. War das denn mal für euch ein Thema, sowas zu machen? Oder das auch mal so Schauspielerei oder so, ne? Mal so auszuprobieren? Also unser Vater wurde ja anscheinend auch mal mitgenommen von ihm und dann hieß es zum Theater. Zum Theater, zum Vorsprechen oder so. Ja, da mit dem Intendanten saß dann der Gustl-Intendant zum Vorsprechen da und dann hat er was vorgespielt anscheinend und dann hat wohl der Intendant zum Gustl gesagt, Herr Beyerhammer, nehmen Sie ihn wieder mit. Nehmen Sie ihn besser wieder mit. Nehmen Sie besser. Also war wohl nicht so seine gnadenlose Ehrlichkeit dann. Ne? Ja. Ich habe das mal gehört, unser Opa hat uns mal vorgeschlagen für Pumuckl-Rollen, aber unser Vater war wohl dagegen. Ah, okay. Also anscheinend irgendwie mit auf dem Bauernhof, da waren ja auch zu zwei Lausbuben. Ja, genau. Genau. Mit dem Auto hättet ihr mit eurer Oma spielen können. Ja. Zum Beispiel. Auf dem Bauernhof wart ihr im Gespräch. Ich wusste nur, dass wir im Gespräch waren für zwei Rollen beim Pumuckl, aber unser Vater war wohl dagegen. Ja, ja gut, aber Bauernhof, da war die ja 1-2 Jahre alt, da war das ja noch ein... Ja, das geht. Ja, zweite Staffel wäre relevant gewesen. Ja, ja. Ich glaube, wir wären auch für den Betriebsbus, da wären wir 4 gewesen, wären wir auch viel zu jung gewesen. Ja. Dann hätte das eher noch später weitergedreht werden müssen, aber das ist ja dann... Ja, aber es war im Gespräch. Ja. Du hast mir beim Vorgespräch am Telefon mal eine schöne Geschichte erzählt, wo du mit deinem Opa im Wald spazieren warst, oder... Ja, wir waren, das die war immer so sein Werdegang. Und also wir sind nach dem Mittagessen hat er immer einen Verdauungsspaziergang gemacht, weil bei ihm hinterm Haus war ein schöner Wald und da sind wir mal spazieren gegangen. Und alte Schule immer, wenn jemand entgegenkommt im Wald, dann hat er immer so den Hut gehoben, grüß Gott. Und einmal ist es eben nicht passiert und dann sind wir ein bisschen weitergegangen und hat er gesagt, nicht Saupreis. Und ich glaube, das hat nur zum Scherz zu uns gesagt, so zum... Ja, aber die Leute haben halt immer zurückgegrüßt, aber einer hat mal nicht zurückgegrüßt. Einer wohl nicht zurückgegrüßt. Am Ende war so perplex gesagt, das war doch nicht etwa der Gustl und dann. Ja, eben. Die Leute wissen ja in dem Moment auch nicht, was los ist, wenn plötzlich der Beyerhammer entgegenkommt. Absolut. Vielleicht sag mal noch was. So mehr so privat. Ah, schön. Das ist schön 70er Jahre, glaube ich, oder frühe 80er auch noch. Das ist ja auch exklusiv. Ich glaube, solche Bilder sind noch nirgendwo aufgetaucht. Das ist ja auch was Tolles, dass er uns die zeigt. Ne? Werdet ihr öfter angesprochen? Also derjenige, der es weiß, dass es den Schauspieler gab, fragt, so wie der Gustl, sei ja, so wie der Gustl. Also mehr aber auch nicht, ne? Namen. Mehr aber auch nicht, dass sie... Ja, ich sag mal so, die mehr fragen, denen sagen wir das, aber wir heben das jetzt nicht so hervor, dass wir sagen, ja, wir sind die Enkel von Gustl. Ist doch sympathisch, das finde ich sehr gut von euch. Ja, aber ihr kriegt jetzt nicht viel... Ich wissen, dass es Leute noch gibt, die sich noch an den Namen erinnern, Beyerhammer und nicht nur an den Meister Eder, das in Verbindung bringen und das... Ist immer ganz toll. Ja. Aber ihr habt jetzt noch nicht groß Fernsehanfragen gehabt oder so? Nein. Vielleicht zum 100. Todestag kommt vielleicht irgendwas, aber. Okay.
Ja, es hat aber auch immer früher geheißen. Achso, das ist ein Exklusivinterview, gell? Ihr seid die Ersten, die uns beiden... Wahnsinn, wow. Aber ich muss kurz sagen, 100. Todestag wäre dann doch zu lang. Ich glaube, 100. Geburtstag wäre der... Geburtstag. Ja, 100. Todestag, genau. Todestag wäre ein bisschen... 22, weil 1922 ist er ja geboren. Stimmt das? Das steht da links an. Schön, genau. Das ist ja spannend. Das finde ich gut. 12.02.22 und am 24.04.93. Ja, also, ja, ja. Ja, und ich erzähle ja auch immer, dass ich mal so viele positive Geschichten über euren Opa höre. Und das könnt ihr ja wahrscheinlich auch total unterstreichen. Oder gibt's da Seiten von ihm, wo man die nicht so bekannt sind? Das, was ich da so toll finde an unserem Opa, ist, dass es gibt ja einen Klaus Kinski, und der ist ja eher bekannt geworden durch seinen Ausraster. Ja. Und bei unserem Opa ist es eben anders. Ja. Die Leute erinnern sich an Meister Eder eher so positive Sachen. Genau. Und das finde ich so toll. Eher positive Sachen mit dem Namen in Verbindung bringen, als so, er wurde bekanntlich durch den Ausraster. Bodenständig, nett, freundlich. Ja, genau, ja, und das höre ich überall. Und das ist ja nicht nur die Rolle, weil bei anderen ist es immer die Rolle. Und dann, wenn man was hört von privat, war das ganz anders wieder. Aber welche Rolle? Diese Rolle hier? Genau, wunderbar. Das ist aus Pumuckl und der blaue Klappe. Das ist doch dein T-Shirt, oder? Nee. Ah, meinst du, das ist aus der zweiten Staffel? Euers ist aus Pumuckl und der blaue Klappe. Der Mann kennt alles, das ist so unglaublich. Ein Pumuckl-Lexikon, ein fleischliches. Was ist das? Aus was soll das sein? Und der blaue Klappe von 1991. Von ja, du siehst, dass er schon ein bisschen schmaler im Gesicht ist. Das war nach seinem zweiten Herzinfarkt. Faszinierend, ja. Sebastian. Ach, den zweiten hat er nicht überlebt, so rum war es. Genau. Wir waren noch mit unserer blauer Klabau, wir waren mit unserer Oma im Kino, nachdem er gestorben ist. Also unsere Oma mit uns ins Kino. Und da hat er ja eine andere Stimme. Ja, weil nachsynchronisiert hat jemand anders. Und ich finde irgendwie, das fällt schon auf, weil diese Charakterstimme... Extrem, klar. Das ist das, was die Leute am meisten stört an dem Film. In der letzten Reihe gesessen und dann kommt er zum Schluss zum Andenken an Gustl Beyerhammer, gestorben am... Das sagt auch so wieder Pumuckl. Am Anfang, das sitzt er weinend vor dem Bild. Meister Eder. Ja. Aber ist es nicht unglaublich, dass es niemals stört, dass es immer wieder läuft, immer wieder kommt, dass es immer wieder neue Generationen von Kindern zeitlos gibt? Ja. Das ist doch wirklich, das gibt es auch gar nicht so oft mit Sachen, und das ist doch wirklich ganz großartig, oder? Hätte er nur den Tatort gemacht oder seine Theaterrollen, wäre er, glaube ich, jetzt schon langsam vergessen. Aber dieses Pumuckl, das natürlich von Generation zu Generation immer weitergehen wird, auch den Kindern gezeigt wird, bleibt er ewig... In Erinnerung, ja. Das ist Pumuckl ist das, was ihn ewig in Erinnerung hat. Du kannst auch sagen, wisst ihr, wer Gustl Beyerhammer ist? Und wenn die meisten jungen Leute sagen, die weiß ich nicht, dann sage ich, kennst du Meister Eder und sein Pumuckl? Sag ich, ja, kenne ich. Ja, der Meister Eder, das ist der Gustl Beyerhammer. Dann wissen, okay. Voll, genau. So ist es. Ich finde aber auch, das passt so. Der Name und das, was er immer verkörpert hat, die bayerische Person, der Beyerhammer, bayerischer Schauspieler, das finde ich schon toll. Und auch wie die Frau Römer gesagt hat, als sie fotografiert wurden, der Gustl und der Strauß sagt, mehr Bayern geht einfach nicht auf einem Bild. Genau, kurz für unsere Zuschauer. Ich habe mit der Frau Hohlmeier ein Interview gemacht, wiederum die Tochter von Franz Josef Strauß ist. Genau. Und da ging es auch unter anderem um Pumuckl, weil sich ja wegen dem Abriss der Werkstatt hat sich Franz Josef Strauß quasi eingeklinkt und hat dann das noch ein bisschen aufgeschoben. Dass sozusagen die zweite Staffel realisiert werden konnte. Da haben die aber unser großer Bruder hat uns letztens erzählt, dass er wohl mit unserer Mutter da war und dann haben sie das Gebäude abgerissen. Und er hätte dann wohl zu unserer Mutter gesagt, ist der Opa jetzt arbeitslos? Wir haben gesagt, wir machen das Interview mit euch, ob er nicht dabei sein möchte. Dann hat er gesagt, er weiß nicht, er muss immer arbeiten, weil unser großer Bruder arbeitet im Filmgeschäft, er ist Kameramann. Er ist Kameramann. Er ist dabei. Das ist ja interessant. Alle unsere Verwandte, ja. Auch unsere Mutter ist Cutterin. Cutterin. Unser Vater Produktionsleiter. Dann kommt der große Bruder hat eine Fotolehre gemacht und ist jetzt Kameramann. Ja, und ihr seid die Ausnahmen dann quasi so ein bisschen. Ja, aber eure Karriere beginnt ja jetzt zu diesem Zeitpunkt. Aber zum Beispiel auch der Vater unserer Mutter war Aufnahmeleiter. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Euer großer Bruder hat den Abriss live beobachtet, oder? Ich weiß nicht, er hat irgendwie nur gesagt, er war dann da und er hätte dann zur Mutter gesagt, ist der Opa jetzt arbeitslos? Da warst du wahrscheinlich schon weg, das Haus, denke ich. Habt ihr die Werkstatt mal besucht? Nein, wir nicht. Wir waren nie da. Wann wurde die abgerissen? 85, zu Ostern ungefähr. 74, da war 11. Es war geplant, das aufzunehmen, den Abriss, aber es hat nicht geklappt. Ein Aufnahmeleiter damals hat das verpeilt und der Ulrich König ist immer noch sauer. Vom BR hat es jemand aufgenommen, da gab es einen Bericht dann.
wie so ein Bagger da reinfährt. Ja, gibt es so eine Mini-Aufnahme. Diese, ach, jetzt doch. Aber das Pumuckl-Drehteam sollte das eigentlich auch aufnehmen, und zwar ordentlich. Wollte, und so. Das der Regisseur geklappt, wollte genau. Das, aber das. Und Ulrich König ist ausgeflippt, als es ja, dann nicht ich geklappt hat. Ich finde, dass man das unbedingt weitermachen hätte muss, mit dem, danach mit Hans Clarin als Bruder von Franz Eder. Das ist nicht derselbe Hype, das war nicht dasselbe. Ja, es war halt ein Erfolgsgarant. Ja, es war halt ein Erfolgsgarant dann. Weil wenn man denkt, in den 80er Jahren, was war auf jedem Schulmäppchen drauf? Alf oder Pumuckl? Oder Bettdecken und alles. Man merkt es ja auch daran, dass die alten, diese Sachen, die neu sind, die später liefen, die laufen ja heute nicht mehr. Also was heute ja noch läuft und zieht, ist eben das, dieses Ur-Pumuckl mit Meister Eder. Das sind die zeitlosen Klassiker, eben genau. Pippi Langstrumpf, Pumuckl und ja. Die Grimms Märchen. Ja, bitte? Alles wird überarbeitet. Also wenn ich mir vorstelle, wie ich mir früher zum Beispiel Wiki angeschaut habe und mein Sohn heute Wiki anschaut, ja. es wird immer alles überarbeitet. Die Maya auch so ein Beispiel, ne? Das ist die Maya auch. Das ist so schlecht animiert, so klotzig. Schrecklich, ja, und so bunt. Hat einfach kein Herz mehr für mich, wenn ich das angucke, hat einfach kein Herz. Gerade, ja? Wie viele, also ein ehemaliger Kollege hat letztens gesagt, da fallen ganz schöne Ausdrücke beim Pumuckl. Da gibt es in der ersten Folge, da wo der Willi Hallander sieht, dass das Bügeleisen auf die Perücke fällt, und dann hebt das wieder hoch und sagt, ja, so erschlampen. Und das könnte man heute anders interpretieren. Ja. Ist aber was heißt natürlich was komplett anderes. So, ne? Soll ich mal eine Anekdote schnell dazu erzählen? Ich habe mal einen Blog gelesen von einer Frau, die hat ihrem Kind Pumuckl verboten und auch Biene Maya und andere Sachen. Grund, die waren einkaufen und sie hat in ihrer Tasche ihren Geldbeutel nicht gefunden. Und der 5-jährige Sohn war daneben gestanden und hat dann gesagt, ja, meine Mama, die ist halt eine Schlampe. Und er hat es aus Pumuckl, von genau dieser Szene. Und ach. Sie war total peinlich berührt, dass sie in der Öffentlichkeit von ihrem eigenen Sohn als Schlampe bezeichnet wird. Dabei hat es der Sohn ja von der Wortbedeutung her richtig verwendet. Und dann, statt sich zu freuen, dass der Bub wortschatztechnisch weiter ist als sie, kriegt er jetzt Pumuckl-Verbot. Das ist die Urbedeutung des Wortes. Ja. Aber genau. Auch das T-Shirt, was du anhast, haben viele kritisiert. Mhm. Der Meister Eder trinkt Bier in einer Kinderserie. Ja. Der Pumuckl ja auch. Mit seinem Röhrchen. Es gibt auch schöne Sachen, wie wenn der Pumuckl sagt Tschüss und er sagt, na, das heißt Vierti oder Servus, ja, um die Kultur ein bisschen weiter zu. Diese bayerische, das spielt genau, ja. Das finde ich auch gut. Ja, aber ist halt schön bodenständig. Ja. Ja. Weil du sagst Verwandte, also mein Patenonkel war der Willi Hallander. Das ist cool, oder? Und der Patenonkel unseres großen Bruders war Maxl Graf. Mein Zwillingsbruder hat noch seinen Onkel, das ist der Bruder meiner Mutter. Aber eine Geschichte kann ich noch erzählen, die kennt ihr dann wahrscheinlich auch noch nicht. Hat mir auch eine Frau bei einer Führung erzählt, sie hat das selbst erlebt. Sie war als kleines Kind in einem Biergarten, war vielleicht 2-3 Jahre alt und da war der Gustl irgendwo gesessen. Und dann ist sie da so rumgetapselt als kleines Kind, hat den Gustl gesehen und ist zu ihm hin und hat gemeint, du Meister Eder, wo ist denn der Pumuckl? Und er hat gerade so von seinem Bier getrunken, wie in der Werbung. Da hat er abgesetzt, hat auch so abgewischt am Schnauzer. Und hat gesagt, weißt du, da sitzt es in der Werkstatt in der Schaukel und der schaukelt. Und die Kleine war glücklich, ist wieder weitergetapselt und er hat auch wieder seine Ruhe gehabt. Schön. Bei einem Kind geht es halt, aber wenn halt 20 Kinder dann auf einen Zug kommen, dann geht es halt immer nicht mehr. Ich habe aber was gelesen, man findet ja viele Sachen im Internet und da war wohl ein Mädchen und hier hat geschrieben, Gustl Bayer hat mich zum Mann gemacht, weil er sie gesiezt hat. Also nicht du Mädchen, sondern können sie. Mhm. Und da war sie ganz stolz auf, dass der Herr Bayer Hammer sie nicht geduzt hat, sondern mit sie angesprochen. Ach, schön. Süß, auch schön. Schön. Das hat mein Bruder gefunden, aber auch. Oh, Dirigent! Dirigent! Das ist irgendwo auch ein Oktoberfest. Oktoberfest bestimmt. Volksfest oder Oktoberfest? Oktoberfest. Ja. Stimmt, da war nämlich der, wie hieß der, da war in Kreining, da wo er gelebt hat, da gab es ja auch ein Wirtshaus und derjenige, der hat auch ein Zelt auf dem Oktoberfest gehabt. Mhm. Wie hieß denn der? Und mit dem ist er wohl immer beim Oktoberfest-Einzug auf dem Wagen mitgefahren. Ach so. Mhm. Wie hieß denn der? Der hat ein eigenes Zelt gehabt. Das ist alles, was zählt, wenn man ein eigenes Zelt hat. Um mal wieder einen schlechten Joke zu machen. Wir hatten lange kein schlechtes Wortspiel mehr. Aber immerhin lachen sie. Ja, den Sebastian Schimmel. Am Anfang habe ich auch aus Höflichkeit noch gelacht. Ja, das machen sie alle. Irgendwann nervt's. Ja, da können wir mal zeigen. Das ist jetzt ganze Familie gewesen. Auch da war jetzt auch die Schwester von unserer Mutter mal mit dabei bei ihm. Bei denen zu Hause. Ein bisschen runter, Der Gustl ist abgeschnitten, ja. Schön. Und euer Vater ist wahrscheinlich oben links, ne? Oder? Der war ja mit dem Weißen. Ja, genau. Und der daneben ist der Opa, also der Gustl, und ja, der daneben ist der Mann von unserer Tante. Mhm.
Und jetzt wäre ja, der Gustl wäre ja jetzt fünffacher Urgroßvater. Ja. Oh. Also, ich habe eine Tochter, mein Bruder hat einen Sohn und eine Tochter. Zwei Söhne. Und unser großer Bruder hat ein Junge und ein Mädchen. Ach, schön. Die auch gerade da sind. Man hat sie ja schon mal ein bisschen gehört im Hintergrund. Ne? Eben. Ja, da sind bloß zwei. Da. Oh, das sind nur zwei. Hat sich mal angehört wie eine ganze, ganze und die Mannschaft. Tatsächlich. Wie bitte? Das hat sich angehört, als ob es noch mehr sind gerade. Deswegen. Ja, toll. Aufgeweckt. Aufgeweckt. Ja. Ach, schön. Und euer Vater ist das einzige Kind gewesen dann. Das war ein Einzelkind. Mhm. Ja, Einzelkind. Ja, ein Glück. Aber, ein Glück gab es eins. Ja, ja, sonst würden wir jetzt ja nicht reden können. Letztes Jahr im Sommer gestorben. Mhm. Genau, und so sind wir jetzt die Letzten, die den Namen tragen. Also wir drei. Warte mal, die Letzten, die den Namen tragen. Dein Sohn trägt deinen Namen nicht? Stimmt. So ein bisschen verteilt. kann passieren. Die Brüdersticheleien hier. Ja, super. Das ist doch sympathisch. Dass der Vater es nicht leicht hatte in seiner Jugend, immer umzuziehen und jemand zu sein, der Sohn von jemandem zu sein, der so im Nachhinein prominent wurde, weil unser Opa wurde ja eigentlich erst mit dem Alter bekannt. Ja. Als Junge war er ja eher beim Theater und dann hat die Oma aber gesagt, dann, um Geld zu verdienen, musste er zum Fernsehen gehen und dann wurde er bekannter und unser Vater natürlich dann als Sohn von dem Urbayer schlechthin, ist wahrscheinlich auch nicht leicht gewesen, aber man sieht, wie heißt das? Wie ist der? Das Bohrloch. Nein. Diese, weißt du, es gibt ja keinen mehr, der es macht. Also die auf YouTube, die. Die was? Der Urbayer, glaube ich, heißt. Ah, die Dokumentation. Genau, ja. Mhm. Ja. Das ist natürlich schon super, das anzuschauen, zu können als Enkel, ja. Du hast ihn immer. Also, du hörst deine Stimme, ja, erinnerst dich an früher. Es kann nicht, also. Aber wir beide haben selber noch nicht alles gesehen, was er gedreht hat. Ja. Also, es tauchen ja auch kleine Rollen ab und zu noch auf in Filmen, wo er gar nicht gelistet ist. Genau, da gibt es zum Beispiel einen Film mit Didi Hallervorden, da spielt er einen bayerischen Touristen. Genau. Und dann fährt er hinten im Taxi mit. Ja. Oder Schwarzwaldklinik hat er auch mitgespielt. Oder als Obdachloser. Der erste Film, habt ihr ja schon erwähnt, wo er immer gelistet war, war das Bohrloch. Oder Bayern ist nicht Texas, heißt der Film. Von 68 oder so. Und dann habe ich mal eine Fernsehverfilmung von Der Hauptmann von Köpenick gesehen. Aus den späten 50er Jahren oder frühen 60er Jahren. Und da hat er eine winzige Rolle gespielt. Gibt es auf DVD auch. Das war mit Rudolf Platte, glaube ich, als Hauptmann. Ich hab ja versucht, von ihm... es gibt wohl zwei, drei Filme, wo er mitgespielt hat, die Filme anzuschauen. Der Schlafwagenkontrolleur, da hat er wohl mitgespielt. Also der Max Beyerhammer, der Vater von Gustl Beyerhammer. Und da hat mitgespielt, in der Hauptrolle war es, glaube ich, wie hieß der nochmal? Nacht und der Rettbaffan. Wie heißt der? Hans Albers. Hans Albers, genau. Mit dem hat er zusammengespielt. Und er hat noch einen Film gemacht mit Theo Lingen. Hat er auch im Film mitgespielt. Also er war zwar nie die Hauptrolle. Aber die kriegt man nicht so leicht, die Filme. Ja. Genau, weil das eine gilt angeblich als Propagandafilm, was ich nicht verstehe. Das ist der Film mit Theo Lingen, glaube ich. Und ich habe versucht, ihn zu finden im Internet, aber leider nicht. Auch wie, habe ich doch gesagt, er hat bei Karl Valentin mitgespielt, der Antennendraht. Den habe ich nicht mehr gefunden. Den gibt es nicht mehr im Netz. Ja. Nein, habe ich nicht mehr gefunden. Den hat euer Vater entdeckt, dass er damit spielt. Der ist nirgends gelistet. Da siehst du aber, da erkennst du ihn so wieder. Also in diesem Alter. Mhm. Und richtig mit jemandem zusammenzuspielen, den man eher kennt, aus der Zeit Karl Valentin und Lisa Karlstadt. Und dann spielt er noch der Max Beyerhammer mit. Und keiner weiß, dass es der Vater von Gustl Beyerhammer war. Mhm. Wenn sie es zeigen würden. Mich würde interessieren, ob es im Karl-Valentin-Museum, ob man das irgendwie... Da weil Nachschlag steht nichts drinnen von Max Beyerhammer. Ja, da ist nicht gelistet. Also das weiß dann keiner mehr heute. So eine Information sollte ja erhalten bleiben. Ja. Die sollte man streuen. Das kann man nur noch optisch wieder zuordnen und dann kann man es wieder eintragen in die Listen. Habe ich eigentlich schon mein persönliches Autogramm von meinem Opa gezeigt? Zeig mal. Im Vorgespräch mal. Die Kamera ist in der Mitte. Ach, da. Für den Fabian, da ist er. Opa. Fabian von Opa, das ist doch schön. Genau, deswegen so, ich glaube, mich zu erinnern zu können, er hat es mit links geschrieben.
Echt? Ich und der Sebastian sind Linkshänder. Aha. Der hat mir gesagt, ich schreibe das jetzt auch mal mit links, deswegen ist es so. Ja, und der Sebastian hat auch so ein schönes Autogramm? Ja, es müsste irgendwo sein. Ich weiß noch, dass ich es gelocht habe und in einen Ort mal irgendwo verbunden. Oh nein, lochen ist natürlich auch so. Aber als Kind hatte ich auch eine Lochungsphase. Da habe ich alles gelocht und ich ärgere mich heute. Habt ihr denn oft auch Autogrammkarten mit in die Schule genommen? Da macht man sich natürlich auch sehr beliebt bei den Mitschülern. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Aber nicht als Geschäftsmodell. Pass auf, ich krieg eins für die Simone, eins für den Martin, eins für den Stefan. Kann mir vorstellen. Und er hat ja mal geschrieben, von Gustl Beierhammer für... Das heißt, du konntest eigentlich diese Autogrammkarte gar nicht weitergeben, weil die war ja immer unterzeichnet mit dem Namen. Und er hat fast immer das Datum dazu geschrieben. Genau. Finde ich klasse. Das habe ich dir gesucht, er hat kein Datum hier dazu geschrieben. Da nicht. Hat er es nicht geschrieben. Aber sonst ist es mal spannend, wenn man dann sieht von 92 zum Beispiel. Ja, voll. Finde ich super. Habt ihr denn Hans Clarin eigentlich mal kennengelernt? Nee. Und wie war so die Verbindung zwischen Gustl Beierhammer und Hans Clarin? Wisst ihr da vielleicht was? Ich glaube eher kollegial als kollegial. Also unter Kollegen. Es war jetzt nicht so eine Verbindung zwischen Toni Berger und Gustl Beierhammer oder Willy Hallander. Die war eine ganz dicke. Hm. Ja. Aber Clarin und Beierhammer, die haben sie jetzt privat nicht getroffen, zum Beispiel. Wir waren, also es gab mal einen Geburtstag anscheinend. Mhm. Ein Geburtstag. Wir wissen nicht mehr, welcher Geburtstag. Und da waren schon bei ihm zu Hause. Bei ihm zu Hause, ein paar Leute. Aber so, ich kann mich erinnern, irgendjemand hat uns. Jetzt hakt ihr raus. Ja. Wir sind raus? Nee, jetzt seid ihr wieder da. Ich glaube, die Verbindung. Also, wie war das? Die Feier war zu Hause und ihr könnt euch aber nicht erinnern, wer da war. Da gab es wohl einen, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Hat er bei Pumuckl mitgespielt? So eine gleich quietschige Stimme. Genau, und so graue Haare, bist schon ein bisschen älter und die Augenbrauen waren so leicht nach oben. Wie heißt er denn? Mogens von Gardow? Älterer Herr oder jünger? Älterer Herr, ja. Hans Stadtmüller? Das kann ich ja nicht sagen. Da müsstest du dir ein Bild zeigen. Mit zwei Brillen bei Pumuckl immer. Nee, der war es nicht. Nein. Der immer sagt, wer hat mir jetzt das Sauerkraut ins Bier? Nein, Ludwig Schmidt-Willi. Genau, und weißt du, wer Ludwig Schmidt-Willi, also das war ja eigentlich die Prominenz von früher, die bei Pumuckl mitgespielt hat. Mhm. Der wurde nicht von ihm selber synchronisiert, sondern den hat der Gustl synchronisiert. Ja. Das hört man aber auch. Ja. Interessant. Es gibt auch eine kleine Rolle von einer Frau mit einem Hund, die wurde auch von Gustl synchronisiert bei Pumuckl. Die sagt, geh wackel, zirk doch nicht so. Da haben sie gesagt, da brauchen wir jetzt keine Schauspielerin zu holen, das kann der Gustl auch machen. Das hatten wir auch in unserem Drehort-Video erwähnt, weil an der Stelle waren wir, wo das gedreht wurde, ja. Also man sieht ja auch, irgendwo gibt es, glaube ich, wie man sieht, wie beide im Tonstudio sitzen mit einer Trennwand, Hans Clarin und Gustl Beierhammer, und dann tun sie halt Pumuckl. Da wurde gerade der Film Pumuckl im Zoo, glaube ich, nachsynchronisiert, weil da eben auch gesagt wurde, bei den Live-Aufnahmen hat das der Ulrich König eben gesprochen in Pumuckl, deswegen musste alles nachsynchronisiert werden, dass es eben passt. Ja, eine Frage, die mir noch einfällt, ich habe schon oft gehört, dass Gustl Beierhammer und der Walter Sedlmayr sich nicht so leiden konnten. Wisst ihr da was? Das Argument ist immer, das waren die beiden bayerischen Flaggschiffe und da war halt eine Konkurrenz da. Die haben sich halt gegenseitig nichts gegönnt, heißt es immer. Das Einzige, was ich mal im Internet gelesen habe, heißt eben, also der Walter Sedlmayr war ja kein bayerischer Staatsschauspieler, dafür musst du irgendwie im Residenztheater 5 Jahre gespielt haben, um diesen Titel zu erlangen. Und da hat wohl der Opa mal gesagt, ja, der Sedlmayr kann sich ja keine 2 Sätze merken, der soll eher beim Fernsehen bleiben, da kann er mal Cut machen und seinen Text noch lernen. Ah ja, interessant. Das war im Internet gestanden. Okay. Das habe ich so nie bestimmt, aus der Familie wisst ihr nichts. Ja. Nee. Okay. Also ich würde sagen. Polizeiinspektion 1 haben sie zusammengespielt, da war der Opa kurz mit dabei, mit dem Sedlmayr. Aber ganz selten, dass sie mal zusammengespielt haben. Es gibt nur 3, 4 Beispiele. Sonst ist es ja viel öfter. Und man merkt gar nichts, ne? Das ist dann auch einwandfrei. Man denkt, das sind die allerbesten Freunde dann, wenn die spielen. Sind halt Profis, ne? Ach, das ist die Szene, wo sie beide im Biergarten sich an diesem Tisch treffen. Genau. Sie begrüßen, indem sie ihren Bauch gegeneinander klatschen. Ja. Wunderbar. Und ist ja auch schön, dass das Bild, was ich vom Beierhammer jetzt habe, von euch nochmal bestätigt wurde im Grunde. Also ich habe ja schon viel gesammelt und ich befrage immer die Zeitzeugen und das passt alles zusammen. Das finde ich eine schöne Sache. Tolle Sache. Unbedingt, das ist mir wichtig, dass sie so eine Führung mitmachen. Weil es ist doch auch für mich, auch wir als Enkel, also für uns beide, auch mal interessant, da nochmal zu sein, wo er auch war, oder? Wo er den gedreht hat und so. Wir waren nie an Drehorten. Da bleiben wir einfach mal in Kontakt.
Ja. Ja, das hättest du haben können. Hättest einfach nur das Haus nehmen müssen, dann hättest du da mal sein können, wo er immer war. So, Thema Ihr beiden seid ja zu cool. Ey. Ja, Mensch, herzlichen Dank. Jetzt haben wir ja schon sehr lange gesprochen. Es waren tolle Storys dabei. Also toll, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt und ihr wart ja ein bisschen aufgeregt, aber ihr habt das super toll gemacht. Also macht euch keine Sorgen. Das wird auf jeden Fall klasse. Ach ja, komm jetzt mal, übertreib mal nicht hier. Mensch, vielen, vielen Dank. Ich sag noch Tschüss zu unseren Zuschauern. Ja, das war quasi eine Spezialausgabe von den historischen Dokumenten sozusagen und hat großen Spaß gemacht. Tolle Anekdoten dabei und was du alles weißt. Du weißt ja mehr als die Enkel. Ja, jetzt weiß ich wieder mehr. Jetzt weißt du wieder mehr. Ja, das hört ja überhaupt nicht mehr auf mit dir. Irgendwann ist das Hirn ja mal voll. Ja, wir explodieren irgendwann. Mann. Also, macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.